Danke, dass ihr wieder dabei seid und zwar wieder mal zu einem Haul. Diesmal habe ich ein bisschen was von Tedox gekauft, mal wieder, und ein bisschen was von Rossmann. Ich hoffe, euch gefällt es. Übrigens, ich habe heute so einen neuen Look ausprobiert. Seid so nett, lasst es mich wissen, wenn ich lächerlich aussehe. Nicht, dass ich mich beim nächsten Mal so blamiere. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns direkt loslegen. Und wir beginnen mit dem Tedox-Teil und dort mit den Brotdosen der Kinder. Die kennt ihr wahrscheinlich noch aus meinem letzten Haul. Ich hatte ja bereits erzählt, wir haben zwei Stück gekauft. Damals gab es übrigens nur diese Farbe. Deswegen haben wir zwei geholt zum Testen. Einen für Max, einen für Emma. Die Kinder finden die absolut toll. Und die sind nicht ganz so klobig wie unsere letzten, die ich euch gezeigt habe. Und zwar die von Aldi, die es auch bei Teddy gibt. Also habe ich nochmal einen nachgekauft für Max, damit er drei in der gleichen Farbe hat. Und auch nochmal, ihr seht, drei für Emma. Das Prinzip ist dasselbe, bloß dass die Farbe hier hinten eine andere ist. Und so können die Kinder ihre Boxen dann halt besser unterscheiden, weil die Farben unterschiedlich sind. Und trotzdem haben sie die gleichen Sachen. Wer Kinder hat, wird es kennen. Ihr müsst immer irgendwie die gleichen Sachen rausgeben, ansonsten sind die Kinder biestig. Dann habe ich noch was bei Tedox entdeckt, das erste Mal. Und das ist Waschpulver. Wir benutzen immer den von Ariel. Und der hier ist für 130 Wäschen. Der kostet bei Lidl, ich glaube, immer so 17,95 Euro oder so. Also knapp 18 Euro. Der hier war etwas günstiger. Wirklich nur minimal. Trotzdem habe ich ihn mitgenommen, weil ich weiß, wir waschen so viel. Irgendwann wird auch dieser hier zum Einsatz kommen. Ich habe immer lieber was im Backup, als dass ich nachher da sitze und kein Waschpulver habe. Deswegen kam der hier mit. Dann habe ich was in dieses Zimmer gekauft und ich war super aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum, es ist nichts Besonderes. Aber es sind zwei Bilder und zwar zwei gleiche. So sehen die aus. Wie gesagt, die Preise blende ich euch alle ein, aber das sind 3 Euro pro Bild. Ich hoffe, ihr wisst, wie es eigentlich in diesem Büro aussieht. Und eins würde ich gerne über mein Bücherregal hängen und das andere wahrscheinlich Richtung Fenster. Denn hier vorne hin wird es, glaube ich, nicht ganz so toll aussehen. Lasst es uns mal versuchen. Ja, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, wie es aussehen wird. Wie gesagt, zwei Stück kamen mit. Und ich hatte euch ja vorgewarnt, bei Tedox gab es nur ein Mini-Haul und deswegen wechseln wir direkt zu Rossmann. Und hier werfe ich euch irgendwie alles durcheinander ein. Und zwar habe ich einmal hier so eine Badeschwemme für die Kinder. Und ich hatte zwei Stück gekauft. Ich glaube eine Ente und eine Prinzessin. Und habe wirklich gedacht, die Kinder werden die nie benutzen. Wir waschen die Kinder und wir benutzen diese Dinger hier nicht. Wir waschen die nur mit den Händen. Seitdem die Kinder aber duschen und sich dann da selbst sauber machen, die stehen auf diese Dinger. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es ist eher so der Gag unter den beiden, dass ja die Prinzessin sie wäscht oder die Ente. Aber weil ich die Schwämme generell immer sehr häufig wechsle, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine Bakterienschleuder. Ich glaube, das zieht so alles an. Habe ich immer gerne was im Backup, damit ich sie ziemlich bald umtauschen kann. Dann gab es natürlich wieder Badeschaum. Ihr wisst ja, wer mir auf Instagram folgt, der hat schon ein paar meiner Rossmann Hauls dort gesehen. Die brauchen wir immer wieder. Die Kinder verwenden so viel von diesem Badeschaum, das ist unglaublich. Wie gesagt, das Badeschaum. Und dann haben wir einmal so ein Badlabor, nennt sich das Ganze. Und das hier sind die Farben, die da drin sind. Die kann man mischen, damit die Kinder so ein bisschen lernen, dass es eine andere Farbe ergibt, wenn man zwei Farben zusammenmischt. Und von denen hatten wir inzwischen auch schon etliche Packungen. Die Kinder stehen da drauf. Emma darf sich dann eine Farbe aussuchen und Max eine andere. Und dann mischen die da zusammen. Anscheinend gibt es doch ein Thema, denn wir machen mit den Kindersachen weiter. Und zwar das Duschgel für die Kinder. Wir benutzen das als Duschgel und Shampoo. Ich weiß gar nicht, ob das dafür gedacht ist, aber bei uns funktioniert es. Also benutzen wir es auch weiterhin. Und das ist wieder das Sensitiv. Ihr wisst, dass ich mein Calendula lieber mag. Irgendwie ist es nicht da. Und da das auch noch um einiges günstiger ist, ganz ehrlich, greife ich einfach jetzt da drauf zu und finde das gar nicht so schlimm, dass es das Calendula nicht mehr gibt. Dann habe ich fürs Backup-Schränkchen zwei Zahnbürsten für Emma. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich beim letzten Mal zwei verschiedene Pikachu-Dinger für Max geholt habe, aber keine für Emma. Und auch da dasselbe wie mit den Schwämmen, ganz besonders bei Emma. Bei der müssen wir noch häufiger wechseln, weil sie natürlich die Zahnbürsten beißt. Dann haben wir hier eher für Emma als für Max. Das sind so eine Kinderpflaster. Hier sind 20 Stück drin.
Und ganz ehrlich, wir benutzen so viele Pflaster. Und zwar gar nicht, weil sie sich verletzen, sondern weil Emma, auch wenn sie nur irgendwie ihren Finger irgendwo gegenstößt, gleich sofort schreit, sie brauchen Pflaster. Das ist so das Kindergartending, glaube ich. Und das hat sie für zu Hause übernommen. Und deswegen habe ich immer Pflaster zu Hause. Dann habe ich auch noch eine Packung von diesen Kindermasken gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da sind so Bärchen drauf. Hier sind insgesamt, ich glaube, 10 Stück drin. Die Packung habe ich bereits aufgemacht, weil ich die Max für die Schule mitgebe. Allerdings nicht nur diese, sondern auch, vielleicht kennt ihr die, das sind Stoffmasken. Und Max hat seine rausgenommen, die sind bei ihm schon in seinem Rucksack. Die eine ist, glaube ich, komplett blau und die andere hat noch irgendwie Sternchen oder Punkte oder so mit drauf. Und das sind Stoffmasken. Hier sind 2 Stück drin gewesen. Die habe ich ihm gekauft, weil ich sonst einfach verrückt werden würde. Jeden Tag verbraucht er ungefähr 2 Masken von diesen hier. Und die kann ich ja auskochen und deswegen ist das hier definitiv leichter dann. Und ganz zum Schluss gab es noch ein Trockenshampoo für mich von Batiste. Das ist echt so das beste Trockenshampoo, was ich kenne. Ich hatte inzwischen so viele und früher habe ich meine Haare jeden Tag gewaschen. Inzwischen ist es jeden zweiten und das schaffe ich nur dank dieses Trockenshampoos. Der riecht hier auch. Ich glaube, der riecht nach Kirsche oder sowas. Ich würde euch wirklich diesen hier empfehlen. Der hinterlässt zwar so leicht so einen weißen Film, dadurch, dass ihr euch das aber reibt, verschmiert es ziemlich gut. Also ihr seht diesen weißen Rückstand nachher nicht. Der hier gibt einem Volumen und der gibt wirklich Volumen. Der sorgt tatsächlich dafür, dass eure Haare sich liften sozusagen und ihr dann sehr, sehr viel Volumen habt. Deswegen benutze ich diesen hier super gerne. Es gibt noch einen anderen, ich glaube, der ist gelblich. Den habe ich ebenfalls zu Hause. Der stinkt. Den würde ich nicht benutzen. Und der hier riecht wirklich gut und wie gesagt, also der hält wirklich, was er verspricht. Das ist jeden Penny wert. Und ihr seht ja wahrscheinlich schon, ich bin von meinem Hauttypen eher ölig veranlagt. Wobei das, was ihr jetzt seht, ist eher das Öl, was da drunter ist, was ich mir selbst drauf geschmiert habe, was meine Haut nicht produziert hat. Und nicht sehr, sehr viele Puder halten auf meinem Gesicht. Und was ich damit meine ist, ich hatte schon etliche Puder, die ihr drauf schmiert und plötzlich sind sie so ein bisschen, bilden die so ein bisschen was. Ich kann es noch nicht mal richtig erklären. Und andere Puder, die lassen mich sowas von scheinen. Dagegen ist dieser hier wirklich sehr neutral und er legt sich sozusagen einfach auf die Haut und liegt da. Ich weiß nicht, ob er so viel Öl absorbiert. Er ist aber definitiv einer mit der besten, die ich bislang probiert habe. Und ich bin keine von denjenigen, die sich jetzt irgendwie ein Puder von Chanel oder ähnliches kauft. Dadurch, dass es so schnell leer geht, ist mir das Geld definitiv zu schade. Und ich finde diesen hier wirklich wunderbar. Das ist der Lose von Essence und heißt All About Matte. Und das letzte, was ich bei Rossmann gekauft habe, sind diese Haarfahrriegel. Ich liebe die. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Vielleicht auch noch nicht. Ich habe am liebsten immer diese Mixpackung. Und zwar ist hier dann drin, sind hier 2 mit kanadischem Ahornsirup, 1 mit Hafer und dunkler Schokolade und 2 Stück mit Hafer und Honig. Jeder einzelne von denen schmeckt super lecker, wie ich finde. Und Alex und ich teilen uns die dann gerne. Da wir nicht allzu häufig diese Haferriegel essen, kaufe ich die auch gerne mal von dort. Denn die sind um einiges teurer als die von Lidl. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Geschmack. Und wenn mir mal was gefällt, dann kaufe ich das auch manches Mal, wenn es etwas teurer ist. Das war's mit diesem Haul. Wie gesagt, es war nicht allzu viel. Dadurch, dass es aber nicht ganz so wenig war, wollte ich das unbedingt mal in einem Video mit einfügen und nicht bei Instagram. Denn das wäre zu lang für eine Story. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Can we stay here forever? I'm loving this moment.